Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Yeah, ein kleines Special-Video. Und zwar geht's ja bald los bei Coop Deluxe WWE 2K17, das Turnier. Und dazu wollte ich euch ein kleines Vorgeschmack-Video machen. Und dazu spielen wir den Undertaker und verprügeln Brock Lesnar. Kleinen Vorgeschmack, was uns hier so erwartet. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Und dann verschwarte ich die alte Sau mal. Und für alle Leute, die WWE 2K17 neu gekauft haben, stellt auf jeden Fall eine Option Blut ein. Das ist von Anfang an ausgeschalten. Da sieht man dann auch die Abdrücke und so von den Schlägen. Warum auch immer die ausgeschalten haben. Auf jeden Fall Brock Lesnar anvisiert. Und dann geht's direkt los hier. Und dann werde ich die alte Sau noch mal richtig zusammenschwarten hier. Du hast mir meinen Streak kaputt gemacht, du Sau. Ich mach dich fertig, du. Ich brech dir in den Halswirbel. Hier oben habt ihr Sterne. Wie toll das Match ist. Das könnt ihr mir ja schreiben. Ich freue mich dann riesig, wenn das Turnier losgeht. Das wird auf jeden Fall eine mega Überraschung, aber ich will auch nicht so viel verraten. Ich kann nur sagen, es geht bald los. Und wer Coop Deluxe noch nicht kennt, ja, das ist der Kanal von Onkel Gamercheck EP und mir, Revano. Und zwar findet ihr den auch an den Seiten, in der Kanalinfo, überall. Ich werde auch noch ein paar Links reinfügen, wo ihr den Kanal auf jeden Fall finden werdet. So, du dreckige Sau. Und jetzt werden wir uns erstmal aufs Match konzentrieren. Und dann werden wir mal gucken, dass ich den kleinen, hässlichen, dicken da ein bisschen verschwarte. Ey, lass mich aufstehen. Oh Mann. Er fummelt an meine Eier rum. Oh, you good. Hutza. Komm, hau ab jetzt, Undertaker. Mann, ja, geht doch. So, komm. Haha, hab dich verarscht. Ich hab gedacht, ich geh weg, hast du gedacht, ne? Zack, genickt, Bro. Utscha, tritt in die Fresse. Okay, komm mal mit. Wir können nämlich hier rüber. Ja, yeah, das ist neu. Das ist ganz neu, ist da. Dann will ich da mal hin. Hallo, Kind. Geh weg, du kleines Kind. Du schlag dich. Ah. Geht nicht. Kann ich den da eine verschwarten? Nö. Hallo, Blocky. Komm, wir gehen mal ein bisschen spazieren hier. Oh, lauf. Ja. Ja. Und Sprung. Ah. Und jetzt. Ich. Die Undertaker ist, jawolle, komm auf den Tisch. Ja, ich habe den Tisch zerstört und der Stuhl kommt. Die Geheimwaffe, wenn gar nichts mehr geht gegen Brock Lesnar, hilft der Stuhl. Immer auf die Fresse. Oh, der hat schon Brustabdrücke. Ich habe seine Nippel gequetscht. Ja, das passiert. Okay, wir nehmen jetzt diesen geilen, harten Hardcore aus Stahl geprägten, mit Zacken versehenen Mülleimer. Uah. Du wirst nie wieder dich erholen aus diesen Schlägen. Nie wieder. Zah. Oh Gott, und am Kopf. Ja. Yeah. Oh, Brock Lesnar, du wirst sterben. Ich werde dich vernichten. I vernichte you. Genau, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr auf den Stuhl. Geladener Finisher draußen am Stuhl. Ja. Es wird der Tombstone, Stuhl, Driver, Palver, was auch immer. Und auf den Kopf, komm. Da, da, bam, auf den Stuhl, oder? Ich tue es einfach mal so, als wäre es so gewesen. Okay, und jetzt hier drauf. Nein, ich habe dir gerade meinen Finishing gemacht. Aber ist gar kein Problem, mein Konter kommt raus. Bamba. Ich will den hier gegen diese Kiste da schmeißen. Jetzt stell dich da mal nicht so an, Bocky. Sei mal nicht so zickig. Ah, toll. Uah, Mann, da kann irgendwie nicht rennen hier. Der ist total verwirrt. Komm, lauf jetzt. Und noch von hinten. Ja. Genau so liebe ich das. Und jetzt komm. Oh, immer hin und her geflitzt hier. Komm, er hat meinen Finishen abgekriegt. Der muss ja ein bisschen geschwächt sein, die Drecksau. Na, was ist denn da los? Oh nein, meine Eier, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Kabam, Junge, voll überrascht. Überraschungsangriff. So, ich will dich doch jetzt einfach nur mal gegen diese Kiste da prügeln. Ah, da, L1. Was heißt hier L1? Hey. Hey, da stand gerade L1. Habt ihr es doch auch gelesen, ne? Ja. Ja. Ach, das ist der Stuhl, oder was? Assa. Ka-usha. Ka-inza. Ja, er blutet. Oh, der Stuhl ist voller Blut. Das ist ja geil.
Die Rache ist mein. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du fertig. Ich werde dich sowas von zerlünchen. Ich spiele gerade auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Ey. Normal, habe ich gesagt. Naja, ich habe gar nichts verstellt. Eigentlich habe ich sofort auf Start gedrückt. Aber ihr seht schon, jetzt rächt er sich. Und dabei ist er am Bluten. Oder zumindest der Stuhl war am Bluten. Ich glaube, der Stuhl blutet mehr als er. Gar kein Problem. Mein Konter ist da. Und der Babamba. So, ich nehme nochmal den Hardcore-stacheligen Mülleimer, der seine Eingeweide zerstören wird. Und der blutverschmierte Stuhl. Oh Gott, ja, du wirst mehr als bluten. Ich werde dich K.O. machen. Man wird hinterher nicht mehr wissen, wer du bist. Oder wer du warst. Oh, boom. Oh nein. Oh mein Gott, er ist rausgekommen. Ich habe auch keine Ausdauer mehr, sehe ich gerade. Oh Mann, ich bin ja sowas von Ausdauer gefrappt. Komm, mach mal ein bisschen Mann Undertaker, ey. Du bist ein 2 Meter großer Muskelprotz. Du hast da wohl mal ein bisschen mehr Ausdauer. Mann. Gott, zu früh, zu spät, über Nacht. Drück jetzt. Ja, das hat geklappt. Mann, ey. Kabam, Junge. Und jetzt hier direkt eine Kombination aus Schmerz auf den Stuhl. Ich brauche auf jeden Fall mehr Ausdauer, meine lieben Freunde. Ihr seht schon. Und geladener Finisher. Yeah. Der zweite auf seinen hässlichen Kopf. Kababumbi. Und Schakadisch. Ich hoffe, er wird für sein Leben nicht mehr glücklich. Kann ich den eigentlich wieder so einklemmen? Kabam. Was, der kommt raus? Kadisch, aber doch nicht mit mir. Kadisch. Und nochmal. Okay. Und jetzt machen wir irgendwie einen Move am Boden. Yeah. Nein, er kommt raus. Nein, wieso? Wieso das denn? Nein, er macht irgendwie einen Move auf der Straße. Das tut doch weh. Oh, scheiße. Ey, beide Stühle sind am Bluten. Die armen Stühle. Die sind voller Schmerzen. Oh Mann, jetzt werde ich hier verdroschen. Hast du gedacht, Junge? Jetzt gibt's erstmal einen Suplex. Voll auf den harten Boden. Katabam. Und meiner ist direkt mit bewusstlos. Komm, steh auf. Das war ein Todessuplex. Ich habe mich selbst vernichtet. Ich habe schon wieder einen Finisher. Ich kann den ganzen Tag Finishers machen. Komm, steh auf jetzt, Mann. Ich habe einen Move gemacht. Ey, wie kann der denn schneller aufstehen als ich? Ich flipp aus hier. Er wollte mich doch verarschen. Da. So will ich das. Und geladener Finisher. Oh, ja, der dritte. Ich werde den Brock Lesnar so zerstören. Das wird ein 5-Sterne-Match. Yeah. Kabuffi. Tombstone Piledriver. Da. Da stand es schon wieder. Sobald das jetzt kommt. Ah, ich kann hier drauf. Ey, ich. Du sollst da drauf springen, du Pappnase. Gib ihn. Komm. Oh. Was kann der eigentlich? 120 für diesen Hardcore-Schlag. Gaguffa und ein Clothesline. Yeah. Ich bin der Undertaker. Was hast du denn gedacht? Bin ich der Weihnachtsmann? Kabuff. Oh yeah. Ich spüre schon die Schmerzen bei ihm. Wenn ich ihn jetzt an seinem Nacken ein bisschen rumkraule. Gucken, ob wir die 5 Sterne voll kriegen. Na, der ist sowas von geschwächt, der kann sich gar nicht mehr wehren gegen meine Angriffe. Dann machen wir jetzt einen Todesangriff. Oh yeah. Suplex. Kabom. Jetzt steht meiner auch sofort auf. Ah, interessant. Hier ist zu wenig Blut dran. Es tut so gut. Ja, yeah, noch ein. Ich spüre deine Schmerzen, mein Freund. Ich spüre sie. Oh, und noch einmal. Komm. Ja. Yeah. Kadisch. So. Jetzt nehmen wir nochmal hier den alten vergammelten Mülleimer. Ey, ich will den vergammelten alten Mülleimer. Oh, ich kann die Waffe noch nicht mal ablegen. Das Ding. Ah. Okay, dann kriegst du es jetzt. Ah. Nochmal. Ich mach dich fertig.
Brock Lesnar. Ja. Und er blutet noch mehr. Ja, der Brustkorb. Und der Stuhl steckt im Mülleimer drin. Mit meiner Wucht hat er sich da rein katapultiert. Mal guckt er das blutverschmierte Bodyface an. Und noch ein Tombstone. Ich mach dich kaputt. Man wird nicht mehr wissen, wie du aussiehst nach dem Kampf hier. Oh yeah. Babambula, bum bum. Tombstone. Ja, jetzt lassen wir die hässliche Kröte mal liegen. Wir gehen mal ganz entspannt hier durchs Publikum. Machen wir mal kurz ein bisschen feiern. Ja, komm her, du. Ja, komm, du kleine Drecksau. Ja. Und jetzt gehen wir wieder rüber. Können wir den Tisch eigentlich abräumen? Jawohl. Da, 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 da. Guck mal, mit Splitscreen. Und der Typ ist so fertig. Er blutet, er saftet, er quiekt. Und ich werde ihn töten. Können wir den auch? Jawohl. Komm, verpisst euch da. Hier wird gewesselt, nicht hier rumgesessen. Faul. Sehr schön. Ja, dann komm mal rein, mein Freund. Kann ich das Ding abbauen? Ja, ich kann ja alles kaputt machen, ja? Ich stehe ja unheimlich drauf, auf Sachen kaputt zu machen. Komm her. Ja, hast du gedacht, kannst du meine klatschen, ne? Hast du gedacht, ja? Kapuff! Und nochmal. Kapuff! Oh, Brock Lesnar, du hast Schmerzen. Der Kopf ist schon bei ihm schon ganz weiß. Ich glaube, der ist, das bedeutet, der Kopf ist ab. Ja, Chokeslam, mitten draußen. Ja, Buff. Oh mein Gott, du armer alter Mann, du. Ich mach dich kaputt. So, geh mal in den Ring rein. Ich könnte natürlich jetzt noch viele Millionen Sachen machen, aber ich will den jetzt vernichten, die Drecksau. Finisher. Das war der Finisher? Ach, der macht hier diesen Aufgabegriff. Geil. Ja, yeah. Ach, scheiße, er ist aber rausgekommen. Das Hells Gates. Hellslot. Ey, was jetzt? Ach, er hat auch einen Finisher. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht killt. Come back to the world, come back to the world. Ey, ich hab doch Comeback. Ey, ich hab, oh, ich hab 5 Sterne. Vielleicht gewinnt er ja noch. Oh nein, er macht seinen Finisher. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach, ich komme raus. Hat er sich gedacht, hat er sich gedacht. So, habe ich dich. Boah, jetzt habe ich es aber auf die Fresse gekriegt, oh mein lieber Mann. Oh, ich bin wieder erschöpft von meinem eigenen Move. Komm, steh auf. Puh, jetzt musste ich aber gerade schwitzen. Ah, ich habe schon 5 Sterne, meine lieben Freunde. Ich bin ja der ultimative 5-Sterne-Mann. Komm, steh auf. So, jetzt werden wir den erstmal ziehen. Komm. Ja, wundertraumhaft, prächtig, mächtig, kräftig. So. Ich will den aber hier voll gegen die Ringpfosten-Ecke werfen. Ja! So lieb ich das. Und jetzt. Ich sag euch, wenn ich mit dem Ring fertig bin, brauchen die einen neuen Ring. Ha, uah, mit Video. Oh. Aber hat nicht geklappt. Aber jetzt. Oh je. Yeah. Brock Lesnar, ich mach dich fertig. So will ich das, so will das jeder sehen. Brock Lesnar, blutüberströmt, vernichtet am Boden. Das wollen wir alle haben, so lieben wir es. So, mein Freund, jetzt bist du fällig. Jetzt gibt's den Chokeslam. Jetzt gibt's den Chokeslam. Jetzt gibt's den... Nein, er hat ihn gekontert. Nein. Oh, bitte nicht. Oh. Oh. Die blutdreckige Sau macht jetzt hier die hässlichen 1000-Mal-Angriff. Ich hasse ihn. Das ist ja schon in echten so, dass der so 1 Million Jahre das macht. Aber da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Der Undertaker ist zurückgekehrt. Und jetzt gehe ich natürlich auf den obersten oder auf den mittlersten Seil und mache einen... Oh. Auf seinen hässlichen Kopf. Denn der Kopf ist wirklich hässlich von ihm. Und jetzt der Chokeslam. Yeah. Traumhaft. Wunderschön ausgeführt. Exzellenz verarbeitet. Das kann auch nur der Undertaker. Und jetzt ein geladener Finisher. Der Tombstone. Komm bitte.
Ja, der Tombstone. Und das Cover. One, two, nein! Wieso? Nochmal. Und das Cover. One, two, three, sag ich doch. Ich habe gewonnen durch Pinfall. Yeah, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz ein paar Videos an. Durch den Tisch. Oh, traumhaft. Tombstone. Neben den zwei blutigen Stühlen. Irgendein Move, den man kaum erkennt. Der Würgegriff ist natürlich ein Highlight. Der Würgegriff. Noch ein Tombstone. Oh. Und das Cover, das heilige Highlight des Abends. Dreimal. Und Brock Lesnar wurde zerstört. Unterbrechen. Unterbrechen tun wir. Ja, ich kann auch weiter drauf prügeln. Ja, ihr kriegt einen Zusatz, meine lieben Freunde. Ihr kriegt einen Zusatz. Ja, ich mache ihn kaputt. Ich weiß ja nicht, was jetzt passiert, aber ich mache jetzt eine Unterbrechung. Stand ja da, unterbrechen. Kann ich noch weiter zerstören? Oh ja. Dann machen wir nochmal einen Chokeslam. Ja. Noch einen. Oh, ich krieg nie genug. Ich krieg nicht genug. Ich will ihn einfach zerstören. Ich will den Brock Lesnar ausrotten. Oh, und ein Tombstone. Und kabam. Oh, jetzt ist Ende. Okay. Ja, ich habe ihn nochmal richtig kaputt gemacht. Sogar nach meinem Jubel habe ich ihn ausradiert. Da liegt er, blutüberströmt. Ewige Nummer 1 bin ich. Match-Gesamtpunkte. 14.000 hin und her, persönliches Flair. Oh, Wahnsinn. 31.000 plus 9.000 Bonus. Also es war ja mega geil. Ich freue mich darauf, Leute, wenn das Turnier losgeht. Schaut auf jeden Fall rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen noch einen herrlichen, wunderschönen Tag. Bis dann, euer Revano. Ciao.